Die Luft in Mexico City mag ja dünn sein, aber von der Stimmung kann man das nun beim besten Willen nicht behaupten. Die Menge singt und jubelt nicht nur jetzt am Nachmittag, sondern schon das ganze Wochenende lang. Sowohl die Liebe zur Formel 1 als auch die Erwartungen an dieses Rennen sind riesengroß. Hoffentlich kann der heutige Gran Premio in Mexiko diese auch erfüllen. Das Autodromo Hermanos Rodriguez ist eine 4,18 Kilometer lange Strecke, auf der die Fahrer die Möglichkeiten ihrer Autos voll ausschöpfen und dabei Geschwindigkeiten von über 350 km/h erreichen können. Die Strecke bietet zahlreiche Überholmöglichkeiten, insgesamt 10 Rechts- und 7 Linkskurven. Es ist mir eine große Freude, erneut von Stefan Römer unterstützt zu werden. Reden wir einmal über Williams. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Richter startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Leclerc, Verstappen, Pierre Gasly und Bottas. Hülkenberg, Perez, Weber und Sebastian Vettel. Butler, Grosjean, Lando Norris und Raikkonen. Magnussen, Stroll, Carlos Sainz Jr. und George Russell. Ricciardo, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Alexander Albon steht auf dem letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tidy. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2019 mit dem Rennen heute hier aus Mexiko. Rennen 18, wir starten mal wieder von der Pole. Und mal schauen, ob wir es heute auch gut auf die Reihe bekommen mit einem guten... Warte. Ja. Ich muss mich gerade mal kurz was einstellen. Die Fahrer... kurz... okay. So, wunderbar. Wir hatten nämlich gerade das Rennen in Japan mit Platz 9. Gestern Abend. War ganz okay. Heute Abend übrigens kein Rennen dabei. Durch die erste Formel 1. Ja, die ja ebenfalls in Mexiko zu Gast ist. Aber heute, wie gesagt, erstmal ein bisschen der kleine Vorgeschmack, die kleine Simulation hier auf meinem Kanal heute. Jedenfalls im Großmonitor Mexiko. Das Rennen heute hier live auf meinem Kanal. Ja, wir stoppen der Pole und Williams und wollen natürlich hier auch mal wieder ein gutes Rennergebnis rausholen. Und ja, mal gucken. Mal schauen, ob wir hier den nächsten Saisonsieg holen. Nach der Desaster aus Japan wollen wir natürlich heute wieder hier in Mexiko ein bisschen was Besseres rausfahren. Als das, was wir letzte Woche gefahren sind. Ja, wir müssen jetzt. Jetzt kommen wir allerdings zu Strecken, die mir auch ein bisschen liegen und alles drum und dran. Da wird ein bisschen besser liegen. So, vor Hamilton, vor Leclerc, die Startposition. Vettel nur auf 10. Und unser größter Widersacher. Wir müssen das Ding hier eigentlich gewinnen, wenn wir nochmal eine Chance auf Platz 3 in der Fahrer-WM haben wollen. So, der Auftakt. Hier aus Mexiko, wir sind schlecht gestartet. Aber können uns Gott sei Dank die Position wieder zurückholen.
Wir können uns wieder ein bisschen behaupten, wieder in Richtung Platz 1 vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc. ...18 Runden stehen heute hier an in Mexiko. Die wollen wir natürlich nutzen. Ja, durch ein 100% Regenrennen. Full Red Regenrennen in Japan. Geht's heute hier in Mexiko. In meiner Karriere auch weiter, Gott sei Dank. Ein bisschen können wir uns wegsetzen. Und Leclerc hat... Der war Lewis Hamilton überholt. Die erste Runde geht an uns, 23-0. Wir können es wieder ein bisschen absetzen jetzt vom Rest des Feldes. Gerade 18 Runden stehen heute an hier. In Singapur, in Mexiko. Und die wollen wir natürlich, wie gesagt, im Idealfall gewinnen. Ich glaube, Vettel hat richtig Zeitposition verloren. Der ist auf dem 10. Platz nicht weggekommen. Erste Bestzeit kommt. Wollen sie natürlich, wie gesagt, hier ein gutes Ende, in die letzte Saison Drittel gehen. Das sieht ja einfach hier Mexiko mit dem Sieg ab. Drei Rennen sind ja danach. Nächste Woche USA, dann geht's ab Brasilien und Abu Dhabi. Das sind die letzten drei, vier Rennen. Ja, wenn wir heute Mexiko ad acta gelegt haben. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz klar, wie dieses Rennen hier ausgeht. Wir wollen natürlich, wie gesagt, hier klar gewinnen. Der Auftakt lief auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. So, erste Runde, 20. Wir konnten ein bisschen wegkommen. Und Hamilton vorne, das... Ja, ich hoffe, für die WM wird es nicht mehr reichen. Da werden wir, glaube ich, zu weit zurückfallen. Gut, dass diese Strecke nicht gerade lang ist. Nächste Woche USA, wie gesagt, das ist auch eine gute Strecke, um was zu reißen. Da habe ich halt schon gute Rennergebnisse geholt. Wir müssen ja wegkommen von dieser einen Sekunde, damit Leclerc keinen DS hat. Gleich nach dieser Runde hier. Oder mit dieser Runde. Und die haben wir. Hamilton kann natürlich jetzt mit DS kommen. Solange die sich da hinten bekämpfen, ist das eigentlich ganz gut. Hamilton ist vorbei, Leclerc. Klar, mit dem DS, mit der Überholhilfe DS im Drag Reduction System. Diesem Flachstellen des Heckflügels, damit die Luft besser durchströmen kann, und dann gibt es auch einmal einen kleinen Schub. Aber jetzt haben wir ein bisschen was verloren durch diesen Quersteher hier. Hamilton ist jetzt dran an uns. Man muss jetzt wieder ein bisschen mehr Luft rausholen zum Atmen. Aber ich glaube, dass der Hamilton jetzt dran ist und uns. Er muss locker die Sekunde haben. Und deswegen werden wir es vielleicht jetzt gleich gar nicht mehr werden können. Wir sind ein bisschen besser rausgekommen jetzt am Ende. Check your
Gott sei Dank. Dabei wird Leclerc jetzt gleich angreifen. Wir können jetzt in Runde 5 gerade ein bisschen wehren. Und wie lange sie da hinten schön am Kämpfen sind, auch dann Verstappen noch, der da irgendwo ein Wörtchen mitredet. Nee, Gasly ist es sogar. Solange der doch noch ein Wörtchen mitredet, ist auch mir das ja persönlich recht sein. Hamilton mit jetzt auf 4, weil Gasly jetzt vorbeigegangen ist, der Wettbewerb jetzt auf der 3. Leclerc setzt sich ein bisschen ab von Hamilton jetzt. Sondern diese 1,2 Sekunden. Wir sind also auf jeden Fall wieder, wir sind raus aus dem DRS-Fenster. Das erste Drittel des Rennens ist rum. Und wir können momentan uns, aber auf diese kleine Startphase, wo wir ein bisschen was verloren haben, uns momentan behaupten, unsere Führer momentan behaupten, wir haben auch die schnellste Rennrunde momentan. Also momentan werden 26 wichtige WM-Punkte. So, Leclerc kommt jetzt, bleibt jetzt dran, ein bisschen an uns. Gasly hält den Rest des Feldes auf. Schnellste zweite Sektor für uns mittlerweile. Aber es wird nicht reichen, mit den Reifen eine neue schnellste Runde zu fahren. Die wird wahrscheinlich dann erst kommen, wenn die Medium aufgeschnallt sind. Aber das ist mir herzlich egal. Ich habe die schnellste Rennrunde. Momentan diesen einen Extrapunkt. Und wieder komme ich weg. 1,7 der momentane Vorsprung. Danach können wir in die Box. Frische. Die Mediums holen und dann hoffentlich unserem nächsten Sieg entgegenfahren in dieser Saison. So, ich halte mich jetzt gerade mal ein bisschen durch, indem ich versuche jetzt wieder mal ein bisschen zu pushen. Ich will ein bisschen wegfahren. Ich möchte, dass wir jetzt schon unsere Reifen gleich wechseln. Es geht gestern die Finale weiter, ne? Ich gehe jetzt mal frische Reifen holen. Klar, die fahren natürlich jetzt alle vorbei an uns. Boah, da ist der Russell, das ist der Einzige, der noch nicht vorbeikommt. Aber er wird, ne, wird nicht vorbeikommen. Er hat schon seine Mediums. Oder wird immer noch Soft gehen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen arbeiten hier. Der Rückfall auf Platz 19 von der Spitze, aber wie gesagt, wir waren ja als einzige Fahrer schon in der Box. Sainz, ganz, ganz weit hinten auf Platz 18 momentan.
Aber die Frage ist, wann gehen die Jungs jetzt in die Box? Science Troll und davor Tor so. Da geht jetzt auch ein Vettel in die Box. Vor was sind wir weg? Jetzt sind wir schon auf 17. Bayern Sainz. Ich muss diesen Ausweicher machen, damit ich nicht damit ich nicht in das Auto reinfahre, so war es richtig, um das zu wenden. Was soll in der Box? Platz 9, Platz 7 momentan. So, jetzt gehe ich da mal ran. Geil, wenn du dann noch zurückfällst. Oh, ja, gut, aber das war ich selber. Das muss ich sagen. Dann Hamilton bin ich ja weit vorbei, der ist nämlich irgendwo dahinter. Was will der denn eigentlich von mir? Jedes Mal dieses unnötige Zumachen. Ich komme aber nicht vorbei da jetzt gerade, ne? So, jetzt muss ich mich aber mal ein bisschen auch erinnern. Nicht wirklich, es war nur einer. Das wäre Alex Albon. Wird er jetzt auch in die Box gehen? Jetzt müsste der Rest auch in die Box gehen. Und damit müssen wir wieder führen. Das war das Wichtigste. 7 Runden haben wir noch. Der Vorteil ist, dass ich jetzt gerade die zweite DS-Zone auch noch nutzen kann, um ein bisschen wegzukommen. Und die neue Bestzeit im zweiten Sektor. Gott sei Dank endlich mal wieder eine gute Zeit dazwischen gesetzt.
Und der Abstand ist deutlich größer geworden. Na, ja, knapp. Perez jetzt nur noch auf 3. Oh, Leclerc wird auf den harten. Das trifft natürlich alles, ist natürlich gut, weil so können wir uns noch weiter absetzen. Perez momentan auf 3, das ist noch ein gutes Ergebnis für den Racing Point. Bin mal gespannt, wie die Fahrerwechsel in der neuen Saison aussehen. Es sind ja, wie gesagt, noch 3 Rennen jetzt. Sechs Runden nur noch. Zwei Drittel des Rennens rum. Dreizehnte Runde schon. Bottas hier weit vorbei an. Sergio Perez. Und Hamilton nimmt es hoch. Also Perez wird aber jetzt nur Fünfter. Aber wie gesagt, es ist gut. Kein Hamilton vorne auf dabei, Bottas. Das heißt, wir kommen wieder näher an die Spitze ran. Wir melden uns wieder so halbwegs zurück, was die WM betrifft. Und da ist die erste Gelbphase. Da ist irgendwo ein Auto jetzt gerade langsam. Ich hoffe, dass es eine Hamilton ist. Es ist Devin Butler. Leider keinen Lewis Hamilton. Aber wie gesagt, es ist schön gewartet zu sein. Ich hoffe, dass der Dings hier noch packt. Der Perez hier noch packt. Wir haben nur noch 4 Ründchen vor uns. Der Abstand ist groß genug nach hinten. Also da mache ich momentan keine Sorgen, wenn kein technischer Defekt jetzt doch passiert, dass wir das Ding hier nicht nach Hause fahren. Aber mal gucken. Egal, es sind noch 4 Runden. Wir sollten es konzentriert zu Ende fahren und dann sollte das eigentlich passen. Und da ist ein Auto, was sehr langsam im Wasser steht. Das kann eigentlich nur das Butler-Auto sein. Ist es auch. Kurz mal. Gelb-grün gewesen, aber das Auto steht weit genug weg, dass es nicht das Problem sein sollte. Beziehungsweise eine Safety-Car-Phase. Wenn jetzt nämlich noch eine Safety-Car-Phase kommt, dann haben wir ein Problem. Dann könnte das noch ein bisschen eng werden. Naja, mal gucken, wo unsere Reise hingeht, wo die Reise vieler anderer Fahrer hingeht. Das ist ja das Geile hier. In F1 2019, es gibt ja wilde Fahrerwechsel. Den ersten haben wir ja schon gesehen gehabt. Das war der von Zwoll und Magnus, die einfach die Cockpits getauscht haben. Und mal gucken, was nach der Saison noch passiert. So, ich gehe mal kurz ein bisschen runter vom Gemälde, um den Motor ein bisschen zu schonen. Wir haben ja guten Vorsprung. Wir haben nur noch 3 Runden. Wie gesagt, nächste Woche geht's in die USA. Da wollen wir natürlich auch wieder gutes Endergebnis holen. Im Idealfall mit einem Sieg. Ja, wie gesagt, vielleicht nochmal mit einem Sieg zurückkämpfen in die Fahrer-WM. Um den WM-Titel.
Wobei ich glaube, nicht glaube, dass wir hier den Fahrerwehrtitel holen in der ersten Saison. Aber mal schauen. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen was zu, noch Zeit. Kann alles passieren. Jetzt holen wir uns erstmal hoffentlich die 26 WM-Punkte. Hamilton 0,14 weniger. Und damit sind wir wieder dabei. Ich weiß nicht, ich glaube 62 Punkte, weil der Punkt jetzt müsste es 48 nur noch sein. Lass den Hamilton mal ausfallen, dann sind es auf einmal nur noch 23 bei zwei Rennen nur noch. Also, wie gesagt, auch alles drin. Ich hoffe, wie gesagt, dass er noch ein bisschen weniger holt, dann hat er noch mal zwei weniger. Dann sind es nämlich noch 46 Punkte, also wie gesagt, das ist alles noch machbar. Aber da waren auch so Strecken dabei, wie gesagt, Australien, Monaco, Singapur, Japan, das sind alles so Strecken. Ne, Monaco haben wir ja gewonnen. Aber Singapur, Japan, Australien, das sind alles Strecken gewesen, wo ich durch das. Wo ich ein paar mehr Punkte erwartet oder erhofft hatte. So, Verpass ist mittlerweile vorbei. Und der Hamilton hat den nächsten an der Backe. Wie gesagt, umso mehr Punkte der zurückfällt, umso besser ist es. Dann geht es vielleicht in die. Geht es vielleicht wieder zurück. Wieder den Kampf um die Weltmeisterschaft. So. Zwei Runden haben wir noch. Und den Rest von dieser. Dann sind wir durch. Und dann wissen wir hoffentlich mehr. Dann haben wir ein echt gutes Wochenende rausgeholt. Dann haben wir sowieso sogar perfektes Rennwochenende rausgeholt. Glaube ich zumindest. Ja, der will noch ein bisschen was rausholen. 17. Runde. Wir haben nochmal den schnellsten dritten Sektor rausgeholt. Die Runden reichen nicht, um nochmal eine schnellste Zeit rauszufahren. Vorletzte Runde. Weiter der Hamilton zurückfällt. Vielleicht wird der Vettel nochmal vorbeirutscht. Der jetzt auch mal ein bisschen was dabei ist. Ah, gucken wir mal. Der Abstand ist groß genug. Wie weit haben wir dann mittlerweile? 7, 8 Sekunden auf Leclerc. 6 haben wir nur noch. 5,9. Das bleibt jetzt weit konstant. Und jetzt, liebe Leute, geht's in die allerletzte Runde hier für heute. Von 973, also minimal geht es halt, immer mehr. Und jetzt heißt es nur noch ein bisschen genießen und dann wissen wir auch mehr, was die Weltmeisterschaft betrifft in der neuen, vielleicht sogar noch in dieser Saison. Mal gucken, aber wie gesagt, das ist noch ein bisschen noch. Wir müssen jetzt wirklich liefern. Genau das meine ich. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht unnötig rausrutschen, weil die Reifen sind mittlerweile auch fast durch. Da kam noch ein kleiner Rutscher hinterher. Ah, also gesagt, aber ist egal. Und jetzt haben wir die letzten Meter hier für Williams. Und vielleicht dann doch nochmal die Rückmeldung im Kampf um die Weltmeisterschaft. Und dann haben wir es. Dann haben wir es ziemlich souverän geholt. Jawohl. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten?
Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern. Hamilton Vortrag aber noch. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Williams hat heute auf der Strecke eine unglaubliche Leistung abgeliefert. Ich bin froh, dass sich die Anstrengungen des Teams gelohnt haben. Yes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist... Jetzt war Dritter. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ohne Frage Kevin Magnussen. Er hat heute auf der Strecke eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und hatte keine Angst, sich durch das Fahrerfeld zu kämpfen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ein weiterer deutlicher Sieg für Mercedes, die sich damit den Konstrukteurstitel sichern. Eine unglaubliche Leistung des gesamten Teams. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja gut, okay. Das war mir fast klar, dass man sieht, dass das Ding ziemlich sicher macht. Aber okay. Das war Titelnummer... Das war die Chance des ersten Titels, da war klar, das war gegen die großen Teams. Sie müssten wirklich in eine drei Top-Teams wechseln. Und Red Bull wird es wahrscheinlich wird's nicht werden, Ferrari wird es jetzt auch nicht. Wollen wir mal gucken, was wir in die neue Saison so planen. Wie gesagt, wir müssten eine der drei Top-Teams jetzt eine Möglichkeit haben auf die Konstrukteurs-WM-Titel. Ansonsten ist es schlichtweg nicht möglich. Man muss halt einen starken Teamkollegen haben, der mit um die Punkte kämpft. Ne? Aber gucken. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Nach letzter Woche läuft es um einiges besser, oder? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man sie unterschätzt hat? So, machen wir das. Das war heute nicht das sauberste Rennen, oder? Interessiert mich nicht. Krieg ich wieder hoch. Was denken Sie, wie wird Devin darauf reagieren, dass er es heute nicht ins Ziel geschafft hat? Interessant. Danke für den Kommentar. Naja, das war... Rennen um 18 in dieser Saison. Das war Rennen um 18. Jetzt haben wir noch drei Rennen. Wieder nächste Borussia, dann geht es Brasilien. Und dann ist Abu Dhabi der Grüne und der Abschluss. Und dann wissen wir auch mehr. Und ich denke, die Fahrer werden können, die können wir abschwingen. Sind 71, 72 Punkte Rückstand. Das schaffen wir nicht. Da muss so viel passieren, damit wir das Ding noch holen. Aber ist okay. Ein tolles Ergebnis. Du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Wie haben wir die Titel? Sie haben wir dann 7 haben wir mittlerweile. Oh. Gut. Dann war's das mit Mexiko. Wir sehen uns nächste Woche, wie gesagt, wieder in den USA dann. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.